Willkommen zum Meilenmittwoch, aber an einem Samstag. Matthias sitzt immer noch hier, also er ist jetzt gerade aufgestanden, aber er holt sich was zu essen. Er will trotzdem nicht in die Sendung rein. Ich habe für euch frisch gepresste Tränen. Und zwar Aegean Airlines mit 40% Rabatt auf dem Balkan fliegen. Da gibt es Möglichkeiten. Dann haben wir das Thema IHG International, nee Quatsch, Intercontinental ist IHG International, ne? Die haben auch Rabatte in Las Vegas beim Venetian und Palazzo, 20-25%. Dann haben wir JetBlue Lounges in der Zukunft. Ist ja auch ein Thema bei Loyalität. Lounges, ganz wichtig. Wir haben dann Lufthansa meist einmal 5-fache Meilen und 15% Rabatt bei Hertz. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht aufgeschrieben habe, habe ich aber gefixt. Und ich habe für euch zwei Deal-Sohn-Deals. Ich habe einen Deal-Sohn-Deal für euch. Und zwar ist das mit der British Airways oder American Airlines, könnt ihr gucken, aber British Airways meistens, von Paris über London nach Newark in der First Class 2000 und ein bisschen. Wo habe ich den Preis? Wo habe ich den Preis? Wo habe ich den Preis? Panik. Ich sage euch gleich, ihr müsst aufpassen. Und dann habe ich einen Deal ab Helsinki mit der Lufthansa in der Business Class nach Kuwait für 1079 Euro beginnend. Und ihr könnt da locker den halben Senator mit erfliegen. Ja, ich erkläre euch wie. Also, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen und ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Dann seht ihr den Meilenmittwoch am Samstag, auch früher. Like und so weiter. Aber ich muss schnell machen, ich muss immer noch schwimmen gehen. Also insofern geht das hier direkt weiter. Und das erste Thema, was wir haben, ist Aegean Airlines. Und bei Aegean Airlines haben wir als Rabattstufe 40% und es gibt dort auch nochmal teilweise 20% extra für einen Coupon. Und zwar, das ist so, 40% Rabatt gibt es für Flex Family Comfort oder Flex Fares für Reisen zwischen dem 1. April. Das war gerade Matthias, er hat sich gerade einen Gin Tonic aufgemacht. Ist es Gin? Er schüttelt nur mit dem Kopf. Ginger Ale. Soda. Clubsoda. Jetzt zeigt er mir die. Halt die Dose doch zumindest in die Kamera, damit die Leute überhaupt sehen, dass sie. Ach, er ist so genannt. So. Damit wisst ihr, dass er überhaupt da war. Bitter Lemon. So. Egal wie. Auf jeden Fall gibt es da dann bis zum 30.06. und dann vom 16.09. bis zum 30.10.2024. Also ihr seht, dass ihr weit bis ins Jahr rein das buchen könnt. 30% gibt es für Flex und so weiter für den 1.07. bis zum 15.09. 30% für die Lightfare, für die Reisen vom 1.04. bis zum 30.06. oder vom 16.09. bis zum 30.10. 20% gibt es noch für die Lightfare, für die Reisen zwischen dem 1.07. und 15.09. Und es gibt für internationale Destinationen, die international across our networks sind, gibt es leider keinen Rabatt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel so eine Geschichte, wo man fliegen kann, London Heathrow, dann nach Chisinau zum Beispiel mit Aegean, heißt also dann über Athen und so weiter. Da kann man dann fliegen schon ab 132 Euro in Light-Tarif. Wichtig ist, dass ihr den Code eingeben müsst. Der Code wäre VisaFab24NA. Damit habt ihr dann schon mal richtig was gespart. Wir haben als nächstes Thema nochmal, wer nach Las Vegas fährt. Mario übernachtet ja leider nicht bei Interconti. Er ist da ja so ein bisschen Hilton. Aber müssen wir nochmal fragen, welches Hotel er da möchte. Auf jeden Fall ist es so, dass er, wenn er im IHG-Hotel übernachten würde, ich muss gerade noch die Uhrzeit eintragen, dann könnte er Rabatt bekommen, 20-25% im Venetian oder im Palazzo. Und das gilt sogar bis zum 31. Dezember 2024. Und wichtig ist natürlich, dass es 2000 Punkte nur maximal gibt. Aber Rabatt ist immer wieder cool in einem der Hotels. Man kann natürlich sagen, wer einen Preis zwischen 350 und 400 aufruft, trotz des Rabattes, das ist natürlich dann schade, dass es da eine Punktekappung gibt an dieser Stelle. Aber hey, ich sag's euch nur, ich bin nur der Bote, schlagt mich nicht dafür. Ein Thema, was unter Vielfliegern immer wichtig ist, ist wirklich das Thema Lounge. Und da ist JetBlue eigentlich wenig beseelt. Aber mit Matthias habe ich das eben besprochen. Matthias sagte, für ihn zählt eine Lounge bei einer Fluggesellschaft im Prinzip dazu, das ist jetzt, was ich interpoliert aus seiner Meinung mache,
weil er sagte, er hat zu oft die Erfahrung gemacht, wer der keine Lounge dabei hatte, dass er zum Beispiel bei Lott, wo er umgebucht worden ist, hier nach Tallinn, nicht in die Lounge reinkam, weil die Priority Pass Lounge voll war. Er war zwar auch in der Lott Lounge, aber die war auch voll, deshalb wollte er woanders hin. Und das ist natürlich dann auch immer so ein Problem, wenn die Lounges so teuer werden. Und andersrum, teuer werden, die Gastronomie teuer wird. Wobei ist Polen ist auch gar nicht so teuer von der Gastronomie im Hotel, im Flughafen. Er winkt ab, das ist okay, aber er sagt halt, ein Hauptproblem ist, dass am Flughäfen die Lounges so teuer sind, dass die Leute dann halt, Entschuldigung, die Restaurants so teuer sind, dass sie in die Lounges gehen. Wenn die Restaurants mehr marktüblich wären, dann wäre es wesentlich besser. Und dann könnte man bei Lufthansa, bei Tasting Heimat und so weiter eventuell auch mal dahin kommen und sagen, naja, ihr habt Flughafenpreise, dass die Sachen im Flugzeug billiger werden. Ist so. Aber Flughafen ist eine teure Infrastruktur, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Die nutzen natürlich auch ein bisschen aus, dass man dort in einer Situation ist, wo man gar nicht weg kann. Man kann keine Flüssigkeiten mitnehmen und das wird ja Gott sei Dank mit den Scannern besser. Aber JetBlue kann Mosaik-Clubs in Boston und New York jetzt eröffnen, eventuell. Heißt also, sie sind da am Schauen, ob sie da was anfangen, weil sie ja gerade von Boston und von New York aus international fliegen. Amsterdam haben sie ja wieder hingekriegt und da habe ich für euch die Frage des Tages. Ich will schwimmen, deshalb mache ich hier Druck auf der Sendung. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und dann ein Steak essen nachher. Aber ich fühle mich trotzdem committed, deshalb die Sendung. Ne? Aber in dem Blick immer noch mit dem Schiff. Ist das Schiff noch da? Jo, ist noch da. Auf jeden Fall ist es so, die Frage des Tages, gehören Lounges für euch zum Angebot einer Fluggesellschaft dazu? Oder kann sich eine Budget-Airline so etwas sparen? Und JetBlue ist ja ehrlicherweise eine Budget-Airline. Das ist ja nicht so ein Legacy-Carrier, auch wenn sie da so ein bisschen in die Legacy-Schiene reingehen, so ein bisschen hybridmäßig sind, wenn man die Business-Class nimmt. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt haben wir noch einen Lufthansa-Deal. Und dieser Lufthansa-Deal ist fünffache Meilen und 15% Rabatt bei Hertz. Wenn ihr einen Mietwagen nehmen wollt, könnt ihr Rabatt bei Hertz erhalten. Heißt also, Miles & More-Mitglieder kriegen fünffache Meilen, abhängig natürlich von der Mietdauer, ihr wisst ja, wie es ist. Dann doppelte Meilen für Elektrofahrzeuge. Bis zu 15% bei der Mietwagenbuchung. Buchungszeitraum ist bis 30. April. Reisezeitraum ist bis 30. Juni. Könnt also wirklich lange im Voraus da was machen. Und es gibt eine Rabattnummer, das ist dieser sogenannte CDP-Code. Und der ist 646-3x9. Ich wiederhole, 646-3x9. Und der Promotion-Code PC wäre 211-377. Also ich wiederhole, 211-377. Damit könnt ihr diese Rabatte bekommen. Und wichtig ist natürlich, dass ihr auf der Miles & More-Seite zum Angebot aufruft und dann sollten auch diese Sachen schon in der Maske eingegeben sein. Wenn das nicht ist, könnt ihr es manuell machen, ganz wichtig. Und ihr müsst auch während der Buchung eure Miles & More-Nummer angeben und Miles & More selbst als Vielfliegerprogramm wählen, wo ihr die Meilen sammelt. Vergesst es nicht, weil sonst läuft das leider sauer. Und ihr wollt jetzt wissen, wie das ist. 1000 Meilen gibt es für einen Miettag beim Verbrenner. 1500 Meilen für 2 bis 3 Tage, 4 bis 6 Tage bringen euch 2000 Meilen und 2500 ab Mietlänge 7 Tage oder länger. Wenn ihr Elektroautos mietet, kriegt ihr das Doppelte. Für einen Tag gibt es 2000 Meilen, 3000 Meilen für 2 bis 3 Tage, 4000 Meilen für 4 bis 6 Tage und 7 Tage und länger sind 5000 Meilen. Eigentlich ein cooles Angebot, wer einen Mietwagen braucht. Ich selber werde trotzdem Los Angeles bei Sixt mieten. Ich bin bei Sixt in den USA, bin ich raus. Ich habe da keinen Bock, in den Knast zu wandern, weil die zu doof sind. Weil dieses Mal habe ich nämlich einen Mietwagen in Los Angeles genommen, den ich eine Woche lang reserviert habe. Aber ich möchte gerne verlängern, je nachdem, wie ich meinen Rückflug bekomme, weil der noch nicht confirmed ist leider. Ich habe einen confirmed Economy Class, weil ihr wisst ja, in den USA könnt ihr nur einreisen, wenn ihr auch einen Rückflug habt. Aber ich möchte in der Business Class, wie die Meilen sind, fliegen. Und das andere Thema ist, das, was ich in den USA machen will, kann eventuell auch 2 Wochen dauern oder halt 17 Tage. Also da ein bisschen Flexibilität und das ist mir bei Hertz dann doch zu gefährlich, dass die das mit dem Vertrag nicht hinkriegen und dass man dann
mit der eisernen Achter endet, weil sie den Vertrag nicht ordentlich verlängert haben oder was auch immer. Aber in Europa sollte es kein Problem sein. Schreibt mir, ob ihr bei Hertz schlechte Erfahrungen gemacht habt. Jetzt habe ich für euch einen Deal, und zwar ist der Deal von JFK, nein Quatsch, von Charles de Gaulle nach London Heathrow nach JFK. Und ich habe euch da auch etwas vorbereitet. Ich zeige euch jetzt nicht die Karte, logischerweise, weil die Buchungsklasse ist ja relativ easy peasy bei dem Ganzen. Das ist Buchungsklasse A und J. Dann der Preis bei 2669 Euro anfangend. Also ihr merkt, dass es da durchaus ein guter Preis ist für die First Class. Habe ich schon gesagt, dass es ein First Class Deal ist? Ne? Und wenn man weitergeht, habt ihr 12 Monate Maximalaufenthalt. Minimumaufenthalt ist eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Und wichtig ist auch, keine Stopover erlaubt. Ticket ist nicht refundierbar. Wenn ihr umbuchen wollt, 300 Pfund plus Reissue und Validation. Ihr sagt jetzt, erklär doch endlich, wo ich losfliegen muss. Habe ich gesagt, Charles de Gaulle nach London Heathrow. Und ihr wollt wissen, wie viel Meilen es gibt. Das ist kein Problem. Das mache ich. Und zwar habe ich das für euch auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das... warum ich nicht JFK geschrieben habe. Aber es geht natürlich nach Newark auch. Aber ihr habt hier, warte, jetzt habe ich euch das auch hier geholt. Ups, nee, da. Da ist er. Und zwar in J, Langstrecke in A, sind bei Alaska Airlines 32.996 Meilen, dann 19.714. Bei Iberia, British Airways, Aer Lingus sind es 18.000 und dann geht das hier weiter runter mit 10.870. Die sind sozialistisch überall bis auf Qantas. Bei Qantas ist quasi 0 Meilen. Aber ihr wisst ja selber, dass Qantas da etwas anders rechnet. Ihr könnt jetzt noch den zweiten Deal mitbekommen. Vielleicht ist das der, für den ihr ja online geblieben seid und so lange geschaut habt. Jetzt ist übrigens der Moment, wo ihr ein Like da lassen müsst. Weil wer so lange durchgehalten hat, sorry, aber wer mich da nicht liked, das nehme ich dann persönlich. Da haben wir den Deal mit der Lufthansa. Und zwar ist das mit der Lufthansa nach, warte, jetzt habe ich da die Zeit vergessen aufzuschreiben, ich schreibe da jetzt was anderes hin, mit der Lufthansa in der Business Class von Helsinki nach Kairo 1079 Euro angefangen. Und da ist das so, dass ihr 480 Meilen bekommen könnt. Ihr könnt, oder Punkte heißt das, Statuspunkte. Aber jetzt gibt es einen Trick, wo ihr mehr bekommen könnt. Und jetzt können wir einmal kurz was lernen, und das finde ich halt wirklich spannend. Und das habe ich auch, Matthias hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich rechne eigentlich immer nur in Honmeilen. Weil meine Welt sind Honmeilen, Senatormeilen sind jetzt nicht so unbedingt meine Welt. Warum, weiß ich nicht. Auch wenn ich Senator mittlerweile nur noch bin, sollte ich mich vielleicht daran, aber ich weiß nicht, ich habe das. Und jetzt gucken wir uns das mal an, und da seht ihr, dass, wenn man den Flug bucht, fliegt man von Helsinki über Frankfurt nach Kuwait, 958 Meilen, 2502 Meilen, und dann sind das 6919 Meilen. Gibt natürlich, wenn ihr jetzt kurz rechnet, 40 für Helsinki-Frankfurt und 200 nach Kuwait. Man könnte jetzt rein theoretisch von Helsinki nach München, nach Frankfurt und dann nach Kuwait fliegen. Dann hättet ihr dann nochmal 40 eingebaut. Heißt also, man hätte dann 200 plus 40 plus 40 sind 280, sind 560. Damit habt ihr ein Viertel. Kuwait habt ihr aber Mindestaufenthalt, und da ist es so, wenn ihr die Rate euch anguckt und anschaut, dann müsst ihr in Kuwait etwas tun. Kuwait ist eigentlich keine schlechte Stadt. Und das ist jetzt der Part, der für Hons uninteressant ist, aber für Senatoren oder für FTL oder so weiter ist der unheimlich interessant. Und zwar, da ist es so, dass ihr bei dem Deal quasi in der Business Class für 1079 in der Buchungsklasse P fliegen könnt. Und jetzt festhalten, ihr fliegt weiter mit Egypt Air. Und dann sieht die ganze Bude, das hatte ich euch auch vorbereitet, warte, hier habe ich das, da habe ich es. Dann macht man zum Beispiel jetzt was, ich habe ja keinen aktuellen Deal, aber nur damit ihr es mal wisst, dass ihr das als Option habt, dass ihr dann weiterfliegt, warte, hier ist es, ach, immer mit dem kleinen Bildschirm. Da seht ihr, wenn man da nochmal den Zickzack einbaut, von Kuwait nach Kairo, weil Kairo zählt zu Europa. In dem Fall ist das ein echter Vorteil. Und Addis Abeba zählt zu Afrika. Tata! Also merkt ihr, dass ihr nochmal 200 Meilen, Punkte heißt das ja, Entschuldigung, dazu bekommt.
Dann sind das 200 plus 200 plus 200 plus 200 sind 800. So, das Business Class versteht sich. Ne? Heißt also, ich habe 800 Punkte abgeflogen, dann nochmal zusätzlich meine 500 und paar kaputte. Ich mache das Ganze zweimal, dann bin ich locker flockig über die 2000 und habe den Senator verlängert. Das ist für ein Jahr natürlich nur noch. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ist jetzt nicht so prickelig, aber für jemanden, der es quick and dirty haben möchte, eine wunderbare Möglichkeit, seinen Status dort zu erfliegen und der Lufthansa, können wir das sagen, die Nase zu zeigen. Er nickt. Ich weiß nicht, warum er so genannt ist. Ich weiß es nicht. Nun gut, wir haben jetzt alles getan. Ich bin 12 Minuten zu spät. 12 Minuten, wir hatten 3 Uhr gesagt, ne? Ich kriege ihn nicht dazu, dass er was sagt. Deshalb müsst ihr jetzt einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und einfach in die Kommentare reinschreiben, Matthias, trau dich. Nee, tut's nicht, sagt nicht, ist okay. Ich melde mich an dieser Stelle jetzt wieder ab. Ich werde schwimmen gehen, werde in die Sauna gehen. Geh mal in die Sauna. Er schüttelt so halb den Kopf. Ich kann das gar nicht nachmachen. Auf jeden Fall sind wir durch. Ich denke mal, wir sind gut mit den Themen gewesen. Bei Sorgen, Ängsten, Nöten könnt ihr an diese Nummer schreiben. Da ist es. Und dann verabschiede ich mich mit dem Abspann. Also viel Spaß und vielleicht habe ich morgen eine Überraschung, mach mal ein Live. Ich muss mal gucken. Also bis dann, ciao, ciao und bis dann. Thank you.